Heute zeige ich vom ewigen Terrarium den sechsten Teil. 690 Tage seit dem Aufbau. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Svens Topfgarten. Auf diesem Kanal geht es um alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Wenn du kein weiteres Video verpassen willst, so abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Vielen Dank! Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Bald ist das ewige Terrarium schon 2 Jahre alt. Die 690 Tage sind wie im Flug vergangen. Wie hier zu sehen ist, oder eben nicht, ist von der Fliegenfalle nichts mehr übrig. Daneben hat sich wieder mal ein kleiner Pilz gebildet, weil es immer noch etwas zu feucht im Terrarium ist. Auch die Orchidee hat ihre Probleme mit der hohen Feuchtigkeit. Und auch das Gras erholt sich nur langsam, nachdem ich das letzte Mal so viel rausgeschnitten habe. Durch die hohe Feuchtigkeit bildet sich sehr viel Moos und auch algenähnliche Pflanzen. Hier zeige ich dir nochmals Aufnahmen aus dem letzten Teil, als ich die Fliegenfalle gepflanzt habe. Schon hier war zu erkennen, dass sie es wohl nicht überleben wird. Etwa alle 3 Monate reinige ich die Scheiben von innen. Heute ist es wieder mal soweit. Es klebt doch immer einiges an den Scheiben. Wenn ich nichts dagegen tun würde, käme kein Licht mehr ins Terrarium. Zusätzlich pflanze ich noch ein paar neue Pflanzen ein. Dies hier ist eine echte Kamille. Diese hat sich bei mir draußen stark vermehrt. Sie kommt an den Platz, wo die Venusfliegenfalle war. Als nächstes pflanze ich noch 3 Ableger von meinem Hauswurz. Einer hat schon große Wurzeln dran. Als erstes den mit den Wurzeln, der auch ein kleines Loch dafür bekommt. Die anderen 2 lege ich einfach auf die Oberfläche. Als letztes pflanze ich noch 2 Ableger meiner Erdbeeren. Dieser hat schon sehr viele Wurzeln dran. Ich bin sehr gespannt, wie die neuen Pflanzen mit dem Klima im Terrarium klarkommen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Hier noch der 2. Erdbeerenableger, der noch fast keine Wurzeln hat. Auch dieser kommt ins Terrarium. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video von mir verpassen willst, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal im Svens Topfgarten. Und jetzt Deckel drauf und tschüss.